Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit Skylanders Giants. Und zwar begeben wir uns heute auf die Schrottplatzinsel. Klingt eigentlich nach einem Ladehändler. Die Flammen los! Alles klar, wir müssen nur einen kurzen Boxenstopp einlegen, bevor wir aufbrechen und diesen Einsiedlertypen suchen. Was erwartest du denn hier zu finden? Oh, du kannst ja eine Menge Sachen finden, Kaylee. Okay. Vielleicht sogar Liebe. Rums, sauber eingeparkt. Und irgendeiner ist weggeflogen. Willkommen an Bord der Schreckjagd, Skylander. Du kommst gerade Was machen wir recht. jetzt nur anders? So sieht's aus. Die erste Ich nehme Sache, jetzt die wir nicht für den Flameslinger, weil das brauchen, ist ja ist schließlich vermutlich die Skylanders wichtigste Sache Giants. aller Zeiten. Und ich habe noch nicht Ich könnte natürlich selbst losgehen und es Quatsch, holen, alle aber Giants wegen benutzt, eines alle Skylanders schaffe ich Missverständnisses in dem Spiel, siehst, glaube habe ich, ich die überhaupt Sehnsucht nicht. Da nicht wird noch wirklich Glück bei. betreten. Ach, ist eine lange Geschichte. Und bestimmt eine sehr faszinierende. So. Wenn du also einfach für mich suchen gehen könntest, kann Kaylee ein paar kleine Reparaturen machen. Haben wir es jetzt? Okay. Gut, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Swarm, T-Rex und Eyebrawl hatten wir im letzten Part schon. Dann nehmen wir jetzt mal. Ach, das war der erste Skylander, den wir überhaupt hatten. Es ist Crush Hour. Crusher. Natürlich schon maximal gelevelt. Jetzt können wir gerade gucken, was kann der eigentlich? Ah ja. Ah ja. Okay. Gut, das sollte reichen. So, dann gucken wir doch mal. Ach, guck mal da, ein Jumpy-Spucker. Kleinholz. Noch jemand hier? Nö. Gut. Essen brauche ich nicht. Oh. Ich glaube, da war doch noch einer. Den habe ich über den Haufen gerannt. So. Aha. Da können wir Steine wegwerfen. Hui. Okay. Mal gucken, ob wir den auch darüber werfen können. Müsste ja gehen. Oh. War ein bisschen weit, aber effektiv. Ja, ich sehe, dass da eine Bombe ist. Aber ich habe da unten ein Sprungkissen gesehen. Und Sprungkissen da unten heißt, dass ich da nicht runterkomme. Okay, Mist. Dann gucken wir erst, was da oben in der Ecke war. Diese Mauern scheinen nicht befestigt zu sein. Ah, ja. Eine Bombe sollte helfen. Da fliegt ein Fass. Hallo. Och, Menno, ich komme nicht ran. Dümmlich. So, jetzt kann ich natürlich die Bombe werfen. Das war viel geschickter. Die Bombe werfen war. Oh. Eigentlich wollte ich die wo ganz anders hinwerfen. Die wollte ich da drauf werfen. Bums. So, Ruhe ist. So, hier haben wir schon mal alles. Tabula rasa. Was sind eigentlich die Mauer hier? Kann man das mal einer erklären? Quatsch. Weg. So, und da gehen wir mal rein. Morscher Boden. Oh, wie passend. Hier brauche ich einen. Hier brauche ich einen Giant. Okay. Ja, ein Kleinholz. Da kann ich einfach durchmarschieren. So, und hier klopfen wir zärtlich an und öffnen die erste Schatztruhe. Berge von Gold. Ich glaube, ich habe im letzten Part schon erwähnt, dass die Skylander-Spiele dem Grunde nach eigentlich ganz nett sind, recht entspannt. Man muss nicht allzu geschickt sein dafür, aber ich finde es recht entspannt. Und wenn man jetzt zuschlägt, dann sollte man die auf dem Flohmarkt oder so oder irgendwo im Internet eigentlich recht günstig kriegen können. Und ich habe mal irgendwo was gelesen von einer beleidigten Mama, die davon abgeraten hat, lasst die Skylander nicht in euer Haus, bla bla bla.
weil sie gesagt hat, das kostet furchtbar viel Geld. Muss ich ein bisschen widersprechen, weil... Moment, ich habe was vergessen. Auf der einen Seite, klar, man kann hier ein Heidengeld verschwenden. Okay, ich habe doch nichts vergessen. Man kann hier ein Heidengeld verschwenden, aber Fakt ist, man braucht, um das Spiel hier durchzuspielen, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre... Erhält er mehr Kraft und Erfahrung. Ja, ja. Wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, braucht man eigentlich, um das Spiel durchzuspielen, eigentlich nur einen Giant und ansonsten einen Skylander pro Element. Und das war's. Fakt ist aber auch, wenn man mal angefangen hat, dann will man sie alle haben. Und dann wird's teuer. Richtig teuer. Ach, geh weg. Ich glaube, ich muss rüber. Typ da. So. Das hier kann man übrigens auch machen. So, einfach mal hier rüber pfeffern, wenn man trifft. Hallo, dreh dich. Ah, ein bisschen fetter Kerl. Ah, schade, war nicht weit genug. Aber gut, machen wir hier mal auf. Vielleicht merken sie dann, dass da einer ist und kommen dann. Ja, Stroke-Kämpfer. So, und hier kann man die von hier drüben aus ganz gechillt wegsprengen. was wollte ich sagen, mein Lieblings-Skylander, sprich Flameslinger, ist auch ein Drow, aber der ist wohl übergelaufen. Und den nehme ich übrigens so gerne, weil das wohl... Oh, ich hatte Schaden genommen, war mir dann nicht aufgefallen. Den nehme ich so gerne, weil, der einfach das Schnellste ist. So, weg mit dem Krembembel hier. So, und hier kommt ein. Kommt ein. Genau. Hierfür braucht er auf jeden Fall einen Giant. Und was sehen wir da? Schatzkiste Nummer 2. Hammermäßig. So. Das hier ist jetzt mein zweites Skylanders Let's Play. Das erste war Spyro's Adventure, das ich mir irgendwann mal selbst zu Weihnachten geschenkt habe. Lull. Und das sind für mich auch so die, ja, eigentlich somit die besten. Die sind auch so ein bisschen klassisch. Danach hat man dann versucht, verschiedene Dinge noch einzubauen, die ich jetzt aber eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte. Super! Endlich fängt der Ausflug richtig an! War das das ganze Level? Boom! Im Ernst? Deswegen sind wir hergekommen? Du hast recht, Kaylee. Machen wir ernst. Sieh mal, unser Antrieb ist im Moment nur eine Waschbärenfamilie. Unser Antrieb ist eine Waschbärenfamilie. Und das ist bestimmt nicht gut, oder? Zum Glück kenne ich jemanden, der uns einen echten verkaufen kann. Oh, das gehört wohl auch dazu. Dann war das Level doch nicht so kurz, wie ich dachte. Moment, bis zu diesem Moment wurde dieses Schiff nur durch die Kraft von Waschbären angetrieben? Von wütenden Waschbären, um genau zu sein. Weißt du was? Sag den Viechern besser nicht, dass sie ersetzt werden. Das wird ihnen nicht gefallen. Oha. Na gut, okay, das Level geht also über 2 Stationen. Na, ah, die Dinger sind eklig. Aber da wir ja eh auf leicht spielen, ist das nicht ganz so problematisch. So. Gucken wir mal, ob da noch was drunter ist. Naja. Ein Diamant. Oder sowas. Brauche ich nicht wirklich, nehmen wir aber mit. Warum sammle ich eigentlich die Erfahrungspunkte ein? Ich bin doch sowieso maximal gelevelt. Na, macht der Gewohnheit. So, dann schnappern wir uns den Schlüssel. Oh, und da unten gibt es, glaube ich, Action nachher. So, haben wir hier noch irgendwas? Sehr vernünftig, immer mal an die Ecken zu gehen, zu gucken. Da ist gerne mal was versteckt. Und ich will das hier auf 100% spielen, sprich alles finden. Und dass ich das durchgespielt habe, ist doch schon ja, so 7 bis 8 Jahre her. Könnte durchaus sein, dass ich in der Zwischenzeit so eine Kleinigkeit mal vergessen habe. Knauf. Ruhe. Ich sagte Ruhe. Geht doch. Ich verschwinde von hier.
Was haben wir hier? Ach, noch ein Stein. Ui. Praktisch ist auch, habe ich glaube ich im ersten Part auch schon mal erwähnt, dass man hier nur da runterfallen kann, wo man auch runterfallen soll. So. Ja. Ja, und mit einem Giant kann man über die ganzen Pappnasen hier einfach drüber laufen. Ist auch nicht das Allerschlechteste. Krach. So, hier bräuchte man eine Bombe, wenn man keinen Giant benutzt. Und wo ihr die Bombe herkriegt, zeige ich euch auch noch schnell. Ist ja nicht so schwer. Moment. Aufräumen. So, ordentlich. Na, rein da. Der passt nicht durch die Tür, der Fettsack. So, hier findet ihr dann notfalls die Bombe. So, und hier finden wir noch was. Das dürfte der legendäre Schatz sein. Jawolski. Propellerpilotenkabinendach. Was auch immer, Leute. Was auch immer. So, der Vollständigkeit halber latschen wir hier noch durch. Mal ein bisschen Money kann ich ja noch mitnehmen. Auch hier darf man gerne mal drüber marschieren. Danke, dass du mir geholfen hast. Früher konnte man in dieser Stadt so gut abhängen, Bilder fälschen, was man auch machen wollte. Na, wie dem auch sei, in solchen Häusern kannst du immer Zuflucht suchen. Und du kannst dir alles nehmen, was du findest, sag ich. Mach ich doch sowieso. Hier, die Bombe kriegst du. So, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Jetzt fällt mich nichts mehr auf. Die sind jetzt gerade so ein bisschen problematischer, weil ich an die nämlich nicht rankomme von da unten. Und außerdem ist Crusher noch nicht der allerschnellste. Bisschen gut genährt, der Kerl. Aber da die Kameraden ja eh runterkommen, glaube ich zumindest. Naja, da ist er ja. Da sind sie ja. Klopf! Klopf! Erdrutsch-Sieg! So, die Steine sollte man auch immer hochheben. Da könnte immer mal was Brauchbares drunter sein. Das heißt, ein bisschen Kohle. Manchmal sind auch versteckte Eingänge da. Ob das hier jetzt welche waren? Ich glaube nicht. Aber wir gucken einfach. So. Also, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, oder, nee, Korrektur, das erste Mal gesehen habe, da war das bei meinem Neffe. Bede guckst nicht zu, Rotznase. und da befand er sich auf dem Schiff bei Flynn und ich dachte nur, was ist das für ein Blödsinn? Also, er ist ja eigentlich nur rumgelaufen und hat irgendwelchen Unfug getrieben, aber als wir das Spiel dann auch hatten, ey, wo wollt ihr hin? Hallo, nicht wegrennen! Oh, hier. Gut. Als wir das Spiel dann auch hatten, ich mal so die ersten Level gesehen habe, dann dachte ich, hey, das ist ja gar nicht so, ne? Gar nicht so schlecht. So, da hinten sehe ich wieder so ein komisches Zeichen auf dem Boden, das heißt, da kommen gleich böse Feinde angehupft und da sehe ich eine Lift-Lolle. Auch die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. So, wo fangen wir denn an? Erst rennen wir mal den Schrott hier über den Haufen. Dann entfernen wir noch zärtlich diesen Stein. Könnt ihr mal probieren, was passiert, wenn ich den Hammer drauf klopf. Klopf, klopf. So, dann gucken wir mal, was dem Häuschen ist. Aber wenn ich da drin bin, ist das eigentlich voll. So, hier gibt's Fast Food. Fässer. Spüle. Moment. Kann ich nicht mehr zertrümmern. Okay. Schade. Ich hasse Spülen. Die hätte ich gerne zertrümmert. So, das war wohl alles.
gucken, was ist da. Da ist ein Schlüssel. So, wer ist das hier? Wenn du eines Tages gelernt hast, wie man Himmelsteine spielt, komm wieder zu mir. Aha, mit dem kann man Himmelsteine spielen, wenn man es kann. So. Und da du mir es nicht gleich beibringst, mach ich deine Stühle kaputt, dann musst du stehen, ich wiederkomme. Bäh. So, hat er auch noch einen Stuhl. Was? Ruhe hier. Ui. Jetzt auf einmal Betrieb. Latsch. Jungs, ihr kriegt auch gleich Besuch da oben. Hallo. So, ich habe die zwei Schlüssel. Nochmal schnell ein Kraftakt. Gut, dass das so schön da reinpasst und nicht runtergefallen ist. Wo bin ich? Ah, da. Oh, noch eine Schatzkiste. Und ihr habt jetzt eben gerade hoffentlich gesehen, dass da irgendwas mit vergessene Gefilde oder so irgendein Kram stand. Das sind die Gebietsnamen. Das heißt, um 100% zu schaffen, sprich alle Gebiete, ja, musst halt alle Gebiete betreten, da gehören auch diese Dinger dazu. So, hier oben ist nichts mehr. Ah, jetzt muss ich, oh, jetzt muss ich da hoch. Das könnte ein bisschen fummeliger werden. Oh. Weil mit dem Dicken hier zu treffen ist nicht so leicht. Okay. Offenbar doch. Wenn sogar ich das hinkrieg. Rumzustehen und darauf zu warten, von Chompis gefressen zu werden, ist allgemein gefährlich. Trotzdem gibt es Leute, die gerne wieder und wieder in besondere Chompi-Gruben fallen. Dort unten muss es irgendeine Belohnung geben. Oder diese Leute sind einfach nur verrückt. Naja, einfach nur verrückte Leute gibt es ja genug heutzutage. Zum Beispiel die Wähler bestimmter Parteien. Welche das sind, das überlasse ich euch. So. Ich mache den Weg frei. Ich habe gehört, du suchst einen Antrieb. Die sind eigentlich sehr teuer, aber ich gebe ihn dir umsonst, wenn ich euch auf eurem Schiff begleiten darf. Einverstanden? Tja, dann nehmen wir uns halt mit. Klasse! Du verkaufst uns diesen Antrieb für eine Goldmünze? Ganz recht. Und wenn ihr noch bessere Sachen kaufen wollt, besucht doch einfach meinen Laden, den ich auf diesem Schiff einrichten werde, wie mit dem Skylander vereinbart. Was? Du richtest was wo ein? Okay, wir haben also Musik und diesen Antrieb. Was kommt jetzt? Ich glaube, unser Navigationssystem könnte kaputt sein. Es behauptet, wir wären mitten in der Schokosee. Das kann doch nicht stimmen, oder? Wie? Das geht noch weiter? Das Level ist ja erschreckend lang. Wenn wir finden wollen, sollten wir es wohl ersetzen. Die gute Nachricht ist, dass die bösen Drow genau das Richtige haben. Den Kompass der ultimativen Findung. Die schlechte Nachricht ist, dass sie ihn anbeten und gut bewachen. Okay. Ich habe den Eindruck, dass das beim Speedrun recht kompliziert werden könnte. Ich erinnere mich an etwas. Diese Fee Persephone hat sich auf mein Schiff geschlichen. Ein wirklich merkwürdiges Mädchen. Wie dem auch sei, sie hat alle möglichen Fragen über dich gestellt und ganz ehrlich, ich habe kein Wort verstanden. Warum gehst du nicht einfach durch diese Tür und versuchst, ob du verstehst, was sie sagt? Gut. Eigentlich muss ich da wohl nicht rein, weil ich sowieso komplett verbessert bin, aber das ist Persephone. Hallo, sehr gern. Oh, und da gab gerade ein grüner Haken. Ich glaube, das gehört zum Level. Vor allem jetzt, da ich eure Sprache viel besser spreche. Ich bin hier, um euch erstaunliche Verbesserungen zu geben. Ich kann Gold in Magie umwandeln. Und aus dieser Magie kann ich verbesserte Fähigkeiten für dich und alle Skylander machen. Dieser Skylander ist bereits vollständig verbessert. Ich weiß.
Aber gut, wenn ihr einen, sag mal, nackten Skylander habt oder zurückgesetzt oder wie auch immer, dann, dann müsst ihr da hin. Und wir gucken mal gerade, wie die Ziele sind. Finde den Antrieb. Gegnerziel haben wir schon. Fünf Gebiete noch? Oh Gott. Ein Seelenstein, zwei Hüte, eine Schatzkiste, ein Flügelsaphir und ein Glykodronrad. Da wohl ein bisschen was zu tun hier. Wo habe ich das denn alles übersehen? Sieht nicht schlecht aus. Okay. Dann gehen wir halt mal gucken, ne? Als allererstes stellen wir fest, hier ist ein bisschen Betrieb. Aber das wird nicht allzu lange anhalten. So, schon ist ein bisschen mehr Platz. So. So. Hier kommen wir der Sache doch näher. Viel näher. Ach Moment, ihr, was wollt ihr denn? Kann ich euch sagen, sterben. Hups. Schlag. Noch einer übrig? Nö. Okay, bevor wir da reingehen. Krach. Gehen wir noch hier runter. Hier habe ich was leuchten sehen. Hupsi. Damit soll hier das nächste Gebiet sein. Ah, und ich habe passenderweise den passenden Skylander. Schau ich mir an. So, und diese Dinger hier. Ah ja. Die kann man entweder mit so einem, was ist das für ein Element? Erde? Kein Schimmer. Mit so einem Skylander kann man die zerstören. Oder mit dieser Spitzhacke, die da zu finden ist. Ah, und hier heile ich mich auch von alleine. Aber das habe ich im ersten Part schon mal erklärt, wie das funktioniert. Naja, wühlen wir uns mal durch. Erstmal machen wir mal Platz. So. Okay, hier ist sonst nichts. Das Ding brauche ich eigentlich nicht. Da ist eine Bombe, die brauche ich nur, wenn ich einen normalen Skylander benutze. Und das hier ist so eine verdächtige Ecke, da gucken wir mal drunter. Das war, glaube ich, hier in dem Fall nicht. Nee, ist auch nicht. Aber ist immer mal wieder interessant. Manchmal ist unter den Felsen noch was versteckt. Manchmal. Deswegen entferne ich die immer gleich alle. Daran erinnern, dass der Boden leuchtet, überall da, wo ich drüber gelatscht bin. So, hier können wir noch ein bisschen Kohle machen. Nehmen wir mal ein bisschen was mit von. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, fällt mir by the way noch so ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also das ist jetzt eine Information unter Vorbehalt, ich glaube, dass die Skylander-Spiele von verschiedenen Programmierern gemacht wurden. Also bei dem, wie heißt Spyro's Adventure und das hier, das waren glaube ich die gleichen und das nächste, was dann in der Reihenfolge kommt Swap Force. Das ist, glaube ich, ein anderes Team. Sieht man auch schon so ein bisschen am Stil. Da sieht schon einiges anders aus. Gibt auch dann noch eine neue Fähigkeit, nämlich Springen. Braucht man keine Sprungkissen mehr, da können die das von alleine. Am Anfang wollte ich das immer haben und am Schluss hat es mir irgendwie gar nicht so gut gefallen. Aber das ist absolut subjektiv. Insofern, also Geschmackssache. Das kann dann jeder für sich entscheiden. Und die ersten Skylander-Spiele habe ich eigentlich alle auf der Wii gespielt. Und dann irgendwann haben wir uns die Wii U gegönnt.
Hatte ich übel für gespart. Derzeit geht es mir finanziell, naja, mäßig gut. Und da habe ich im Prinzip ein ganzes Jahr immer so ein paar Euro, wo ich übrig hatte, immer irgendwo in Sparschwein gesteckt. Und irgendwann habe ich es gezählt und habe gedacht, ja, es reicht, es reicht. Dann bin ich gleich losgedüst und habe sie mir gegönnt. Und das bereue ich bis heute nicht. So, jetzt habe ich hier den Schlüssel. Na, wo kann ich mit dem nochmal hin? Ah, da. So, ich bin durch der Auffassung, dass die Wii U deutlich besser ist als ihr Ruf. Ich sag mal, hat Nintendo zwar schon viele Fehler gemacht, aber die Konsole als solche ist nicht schlecht. Ich finde auch das Konzept mit dem Gamepad eigentlich ganz cool. Das hat man dann ja bei der Switch mehr oder weniger fortgesetzt. Was ist das? Polizeisirenenhut. Oh, das erinnert mich an was. Erzähle ich euch hoffentlich gleich. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, beim Thema Wii U. Die Konsole hat sich wirklich miserabelst verkauft. Und in meinen Augen lag das am Marketing und an einer gewissen Arroganz seitens Nintendo gegenüber den Drittentwicklern. Ja, und so hat man eine eigentlich ganz gute Konsole voll in Brand gesetzt. Ich meine, das Ding ist nicht schlecht. Wie gesagt, das Konzept mit dem Gamepad war nicht schlecht und die Spiele sind auch nicht schlecht. Ansonsten gäbe es nicht so viele Ports auf die Wii. Auf die Switch. Oh, Quatsch. Nämlich die. Moment, ich gucke gerade mal schnell. Was haben wir denn? Mario Maker zum Beispiel. Das ist übrigens das einzige Spiel, bei dem ich definitiv davon überzeugt bin, dass es auf der Wii U um Welt besser ist wie auf der Switch. Weil man nämlich den ganzen Kram auf dem Gamepad machen kann und auf dem Fernsehen sehen. So. Und na, kommst du. Und dann haben wir noch BOTW zum Beispiel. Logisch. Das war ja eigentlich das Zelda für die Wii U. Oder als solches war es gedacht. Dann haben wir Mario Kart, wir haben die New Super Mario Bros. Spiele. Also das Mario und das passende Luigi dazu. Also gab es schon. Oh! Da gab es schon einiges. So, und hier brauche ich erstmal einen Feuer Skylander. Und da könnte ich jetzt Flameslinger nehmen, aber wir wollen ja uns die Giants ansehen. Übrigens, die Figur steht hier vor mir auf dem Portal. Die Augen leuchten blau und die Schultern grün. Sieht schon ganz cool aus. So, mal gucken, ob der Typ hier jetzt rot leuchtet. Ja, macht er. Hey, ich bin brandheiß! Hothead. Mit dem habe ich auch, der hat einen Zigarettenanzünder dabei. Mit dem habe ich auch weite Teile von Giants damals durchgespielt. Ich überleg nur gerade. Ah ja. Feuerbombe. So, aber was ich noch erzählen wollte, zu diesem Blinklichthut, Polizeisirenenhut hieß das Ding, und das ist ein Jumpy-Hut. Alle Hüte gefunden, sehr gut. Irgendwann mal war ich bei Y-Tours angestellt, sprich bei der Bundeswehr, und also nicht freiwillig. Und da mussten wir eine Nachtwanderung machen, so einen Nachtmarsch. Und da das ein Stück an der Straße lang ging, hat einer so ein orangenes Blinklicht oben auf den Helm drauf gekriegt. Und jetzt stellt ihr euch vor, da läuft einer, der ist so schon 1,98 groß und kriegt dann noch so ein Ding auf den Helm geschnallt. Dann war der geschätzte 2,20 Meter groß und hat geblinkt. Ein Bild für die Götter. Da haben wir erstmal alle laut lachend im Schnee gelegen. Und als wir dann endlich wieder in der Kaserne waren, hat eigentlich keiner mehr gelacht, weil da waren wir einigermaßen platt. So, hier bin ich reingekommen. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. So, warum schwebt da Persephone rum? Nochmals, hallo, Skylander. Hey, ich sehe einen Flügelsaphir. Ich habe dir etwas zu sagen. Das ist ein Flügelsaphir. Sehe ich. Wenn du sie einsammelst, kann ich dir die Verbesserung aus weniger Gold machen. Ist wie ein Schnäppchen. Okay. Ein Payback-Schmetterling oder so ähnlich. So, wie komme ich jetzt hier nochmal durch, ohne Mist zu machen?
Boah, schieben wir das hier mal zur Seite. Ja, reicht. Genau, so geht's. Ah, ja. Ich erinnere mich. Das hätte ich doch beinahe Mist gemacht, weil... Der hier muss noch darüber. Und dann schieben wir den wieder dahin. Jupp. Jupp. So. So, Platz da. Ach, guck mal da, wie passend. Das ist mein Seelenstein. Das ist der von Hothead. Neue Verbesserung freigeschaltet. Heißer Schlitten für Hothead. Eigentlich sollte ich den schon haben, oder? Grill. Das Einzige, was ich noch dazu sagen muss, bei den Verbesserungen, was ich noch nicht erwähnt habe, man kann nicht alle Verbesserungen auf einmal haben. Also man muss da quasi sich einen Verbesserungsweg aussuchen. So, schon werden die Dinger billiger. Jetzt gucken wir mal schnell, wir sind ja jetzt kurz vorm Ende, wie es mit den Zielen aussieht, ob ich alles gefunden habe schon. Alle Gebiete, ist gut, keine Leben verloren, auch. Für das Ding habe ich 5,5 Minuten Zeit nachher, oh, das wird übel. Ach Quatsch, habe ich noch was vergessen. Ein Glykotronrad fehlt noch. Wo soll das denn noch sein? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Komme ich denn in die Mühle rein? Nee, eigentlich nicht. Hä? Ja. Ja, dann lass mich auch schießen. Moment. Ich komm da hinten raus, dann machen wir sie gleich platt. Ach so, die Schlösser. Gut. Du wurdest gerade gegrillt. Aber wo war das verdammte Glykotronrad? Wo habe ich das denn übersehen? Das muss ich euch dann wohl nachliefern. Ich gucke jetzt schnell noch mal hier, aber ich habe hier wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Die Temperatur steigt. Hier unten war ich doch. Wie bist du eigentlich? Was zum? Wo? Der labert nur. Habe ich hier drin vielleicht irgendwas übersehen? Hier war ich doch eigentlich überall. Na, das wird mir nachher eine schöne Sucherei werden, weil ich dachte, ich habe alles gefunden. Ärgerlich. Na gut. Das wird jetzt für mich ein paar Zusatzminuten dauern, aber ihr seht das gleich. Ich gehe jetzt zum Ziel. Dann suche ich das Glykotronrad, zeige euch noch, wo das versteckt ist. Und dann hänge ich noch einen Speedrun hinten dran, in der Hoffnung, dass das einigermaßen schnell funktioniert. Oh, ja. Kann ich da als Motorrad hochspringen?
Schlüssel. Nee, da war ich ja drin. Da war ich ja überall drin. Erschreckend. Gut, eine richtige Fieslichkeit wäre natürlich, wenn da hinten, hinter der Stelle, wo der Flügelsaphir war, wenn da noch was versteckt wäre. Naja, aber da geht's nicht weiter. Okay, dann nicht. So. Da sind wir doch durch das Level schon mal durch. Besser als mein Versuch. Moment, du hast schon mal versucht, diesen Kompass zu holen? Was? Ich hab doch gesagt, das ist eine lange Geschichte. Wichtig ist, wir haben ihn. Ich sage, wir nehmen Kurs auf die Schokosee. Flynn, wir müssen einen Einsiedler finden. Schon vergessen? Es wird Zeit, diesen kleinen Ausflug zu starten. Sollen wir den Anker lichten, Captain? Boom! Okay. So, Level aus. Ein Stern. Die Zeit, das wird auf jeden Fall ein Problem. Und das Glykotronenrad wird ein Problem, weil ich habe keine Ahnung, wo ich das suchen soll. Aber ich schneide jetzt an der Stelle und dann zeige ich euch, wenn ich es gefunden habe. Bis gleich. So, hier sind wir schon wieder. Also, ihr zumindest. Bei mir hat es ein paar Minuten länger gedauert. Ich glaube, für euch hatte ich gerade eben noch gesagt, ich komme in die Mühle nicht rein. Und siehe da, eben habe ich die Mühle weggeballert, da ist das Glykotronenrad. Da hat sich's versteckt. So. Ich bin jetzt nämlich einfach nochmal mit Hotel hier durchgelatscht, habe gesucht und überlegt und überlegt. Und eben habe ich einfach mal alles weggeballert, was irgendwie da war. Und damit haben wir das erste Glykotronenrad. Und wofür wir das brauchen, dazu später mehr. So, und jetzt könnte ich hier nochmal einen großen Schnitt machen. Aber das spare ich mir auf die Schnelle. Ich überspringe das hier. Und, so, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die 5 Minuten 30. Und dann hoffen wir mal, dass ich das schaffe. Gut. So, dann wechseln wir den Skylander. Schick die Flammen los! Und jetzt nehmen wir den schnellsten, den ich habe. Mit Plus kommen wir auf die Kapitelauswahl. Jetzt gehen wir nochmal da drauf. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt alles Wichtige gemerkt. Insbesondere, dass ich auf jeden Fall zu Persephone muss, weil ansonsten die Brücke nicht runtergeht zur dritten Insel. Und dass ich irgendwo das linke Haus nehmen muss, weil da der Schlüssel drin ist. So, los geht's. Schauen wir mal. Mal gucken, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Nicht im Ernst. Nein! So, jetzt sind wir bei Versuch Nummer 3 für den Speedrun. Nummer 1 war ich 4 Sekunden zu langsam. Nummer 2 habe ich die Bombe durch eine Wand durchgeworfen. Und die Wand ist alles, nämlich explodiert. Und der Versuch Nummer 2 war richtig gut. Da habe ich den Part hier. Super. Eine Bombe sollte helfen. In einer Minute geschafft gehabt. Bin ich mal gespannt, ob ich da nochmal so gut bin. Aber ich glaube fast nicht, weil eine Bombe habe ich ja schon vorbeigeworfen. So, jetzt nehmen wir die Bombe und werfen die direkt hier rüber, nehmen die nächste, zwischen da runter, Feuer frei. So, jetzt die beiden direkt umlegen. So, na, ich bin eine Sekunde langsamer wie eben.
Das könnte noch klappen. So, hier muss ich jetzt alle Gegner wegpusten. Das ging jetzt schnell. Und da hinten, diese Wand, die ihr im Hintergrund sehen könnt, das war die, wo die Bombe sauber durchgeflogen ist. Also ist meine Vermutung, entweder ihr holt euch die Bombe und geht einfach vor die Wand, oder ihr müsst ein bisschen Abstand einhalten. Das werden wir jetzt hoffentlich gleich sehen. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann muss ich nämlich leider weinen gehen oder so ähnlich. So, das bisschen Schaden, das wir jetzt möglicherweise genommen haben, interessiert uns mal gerade gar nicht. Genauso wie die Nasen. So, hier müssen wir wieder Gegner besiegen. Was? Ja, willst du wohl. Was einigermaßen schnell machbar sein müsste. Da wir ja immer noch auf leicht spielen. Und den da oben haben wir schon ein bisschen Schaden zugefügt. Weil ich ja da hochballern kann. Zack, einer. Einen hat es da oben erwischt. Autsch, ich werde verfolgt. Ich bin weg hier. So, das war eine Stelle, da hatte ich im ersten Speedrun den Fehler gemacht. Da habe ich nämlich versucht, alle Gegner zu besiegen, aber im falschen Moment. Erst muss ich mir den Schlüssel hier holen, damit alle Gegner auftauchen. Weil eben waren da nur ein paar Knochenjumpies. Oh. Und jetzt ist hier ein bisschen mehr los. Vor allem da oben die Nasen. So. So, den hier müssen wir noch platt machen. Alle weiteren werden ignoriert. Weil jetzt kann ich hier hochsausen. So, jetzt sollte ich hier zwei Schlüssel haben. Dann gehen wir zu der Labertasche hier. Und da rein. Und wir sind bei 3,47. Ich habe noch 2 Minuten. So, jetzt wichtig. Ich muss hier rein, sonst geht die Brücke nicht runter. Willkommen zu... Nun gut, aber... So, und die hält mich dann auch noch unnötig auf. Was haben wir hier? Gegner besiegen. Okay. Waren das denn auch so viele? Fast hätte ich dich gewinnen lassen. Na doch nicht. Das ist jetzt natürlich hervorragend, wenn die Fernbedienung gerade nicht reagiert. Na komm schon, lass mich. Lass mich schießen! Ich sitze vielleicht ein bisschen weit von der Konsole weg. Was war das denn? Ah, und etwas oberhalb spielen. Das könnte wieder sehr eng werden. Ja, laber mich nicht voll. So, den Stein muss ich auf jeden Fall bewegen. Vielleicht könnte man das Tor mit diesem Geschütz öffnen. So, Fernbedienung, mach mir keinen Ärger jetzt. Ja, lass mich auch schießen, laber nicht. Hast du dich nicht gewinnen lassen? Ja, doch nicht. Jetzt bin ich mehr als gespannt, ob das jetzt gereicht hat. Weil dieser Speedrun ist doch nicht so einfach. Wow. Aber es müsste eigentlich gereicht haben. Oh.
Das hat sowas von gereicht. Na also, geht doch. Das hat mir jetzt etwas mehr Probleme gemacht, als ich dachte. Einmal, weil ich einen Fehler gemacht habe, und einmal, weil ich irgendwie die Bombe gefühlt durch die Wand geworfen habe, möglicherweise aber auch einfach drüber. Jau, wieder was gelernt. Jetzt will ich das aber nochmal sehen. Ich will mir jetzt einfach nochmal die Zeit angucken. Weil das hatte ich jetzt tatsächlich nicht so richtig gesehen, wie schnell ich wirklich war. Aber ich meine, es war unter 5 Minuten. Oh, ist ja kein Problem. Gucken wir nochmal ganz schnell. Okay. Ich muss auf dem Video gucken, aber ich glaube, es war 4,56 oder sowas in der Gegend. Schade. Ich dachte, da steht dann da drin, wie schnell man war. Und das bleibt. Dann eben nicht. Ist egal. Damit wären wir aber mit dem zweiten Kapitel durch. Ich schnibbel das jetzt alles noch ein bisschen zusammen und lade euch das hoch. Und ja. Und bevor es dann weitergeht, wisst ihr ja, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.